Jeder kennt Kevlar oder hat auf jeden Fall schon mal davon gehört. Aber wie funktioniert das Ganze, um Geschosse von Schusswaffen zu stoppen? Kevlar an sich ist ein relativ leichtes, aber sehr zugfestes Gewebe. Um allerdings eine geschossstoppende Wirkung bei schusssicheren Westen zu erlangen, werden ganz viele von diesen Kevlar-Schichten übereinander gelegt. Wenn nun also ein Geschoss aus einer Kurzwaffe auf diese schusssichere Weste trifft, wird das Geschoss von Schicht zu Schicht verlangsamt. Neben der Verlangsamung des Geschosses kommt es ebenfalls zu einer Verformung. Allerdings ist es hierbei natürlich abhängig davon, welcher Geschosstyp verwendet wird. Ein Vollmantelgeschoss verformt sich weniger als ein Hohlspitzgeschoss. Je mehr sich das Geschoss verformt, desto mehr Fläche bietet es und wird dementsprechend auch leichter gestoppt. Was man allerdings nicht vergessen darf, ist, dass es sich hierbei um Weichballistik handelt, sprich, das Kevlar verformt sich ebenfalls. Was nichts anderes heißt, als dass es trotzdem sehr doll wehtut, wenn man getroffen wird. Das Ganze ist ungefähr vergleichbar mit einem gezielten Schlag von Bruce Lee. Davon abgesehen hat Kevlar natürlich auch seine Limitierungen. Langwaffenmunition wird zum Beispiel in den meisten Fällen nicht gestoppt. Diese wird durch zusätzliche Hartballistik gestoppt.